Guten Morgen, liebe Leute. Wie immer geht's zur Schule. Das ist Punkt 1. Und dann bin ich wieder da. Dann gibt's Frühstück, Laden, Feierabend, Schneiden, Bett. Das war der Vlog für heute. Macht es gut. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao, sagt der Tommy. Wir sitzen gleich im Boot. Wir sitzen gleich im Boot. Wir haben uns gefunden. Auf der Straße sind wir uns begegnet. Immer wieder. Immer wieder. Jeden Tag aufs Neue. Das ist Liebe. Das ist Magnetismus. Das ist Anziehungskraft. Weißt du noch, als meine Ratte gestorben ist und wir uns bei Burger King getroffen haben? Siehste. Obwohl, du wolltest mich abholen, wolltest noch was essen. Und ich wollte was essen und dann mit der U-Bahn nach Hause fahren. Ja. Was mit der Ratte wenig zu tun hatte, aber ja. Doch, du wolltest mich deswegen abholen, ja, weil ich traurig war. Das hat gepasst. Das ist schon lange her. Das hat gepasst. Ich glaube, das ist schon fast 17 Jahre her oder so. Siehste? Oder 16 Jahre. Da war ich so jung. So jung. Bisschen naiv. Unerfahren. Fast das Doppelte, wenn ich jetzt. Die Lebenserfahrung, die du dazu gewonnen hast in der Zeit. Ja. Du durfte ja nie die Wohnung verlassen. Ich durfte nie die Wohnung verlassen, ja. Nein, wirklich nicht. Ach, aber ja. Ist ja auch kein Wunder, wenn man war sich, auch besser so, oder? Wenn man sich der Lumen anguckt, die würde ja auch den ganzen Tag zu Hause hocken. Ja, so ist es. Jetzt gibt's Frühstück. Auf alle Fälle. Ich wollte sagen, wir haben 2200 Abonnenten. Genau. Danke dafür. Nutzer auf dem Kanal ausblenden. Ich habe schon wieder von Helga, will mich kennenlernen. Bitte sofort immer gleich weg. Und Helga habe ich schon mal gesperrt und Helga hat jetzt den nächsten Account aufgemacht. Helga ist Helga, die wilde Helga. Oh, keine Ahnung. Ist das sowas wie diese E-Mails, die ich dauernd kriege? Ja, ist so ein Fake-Ding. Sophia will mich kennenlernen? Ja, okay. Die sind ja alle total rollig auf mich, ey. Wenn es da noch geht, die bin ich ja nur am kopulieren hier mit den ganzen Leuten. Ja, ist da keine Zeit mehr. Da keine Zeit mehr. Geht nicht, da kann ich keine Vlogs mehr machen, nee. Porno-Vlogs. Was ich hier für Russian Dating App Dinger kriege auf keine Ahnung woher und warum. Ey. Vor allem nur so phasenweise, das war einen Monat lang wohl, da kamen nur die Dinger das in die Wanne. Das ist schlimm, wenn du irgendwas kaufst. Irgendwo und dann war wieder weg. Deine E-Mail-Adresse irgendwo eingibst, weißt du? Ja, dann haben die bestimmt gleich verkauft, gleich verhökert. Mhm. So, jetzt ein Brötchen noch und dann... Na, ich habe eine Seele für dich gekauft. Oh, eine zweite Seele. Dann kann ich ja meine verkaufen. Mhm. Ja, also schon witzig mit dem... Mit dem Rico, erst sagen. Oder? Das hat mir ja ein bisschen leid, dass die alle so verzweifelt, also so völlig... Ja, auch. Ich mach das, aber dann sind sie alle ein bisschen geschockt. Alle sind schockiert denn von diesem Computer. Was ist denn das für ein Computer? Naja, ich meine, ich dachte, das ist normal. Ja, ist halt die Ansage. Wenn man dann sagt, ich will das Beste haben, dann kriegt man wahrscheinlich auch das Beste. Hast du das so bei Jörg bestellt? Ja, ich habe gesagt, ich will was. Also, ich weiß dieser Satz. Ich habe gesagt, ich will was. Einmal kaufen und dann nicht in 2-3 Jahren neu kaufen müssen. Das ist veraltet ist schon. Ich will das Beste, was jetzt aktuell ist. Ja, hat er gemacht. War, ja, ja. Hat er gesagt, oh ja, kein Problem, ich habe gerade einen da. Baue ich dir. Gestern, der hat ja auch irgendwas da drin gesucht und dann war das ja irgendwie auch so ein ganz spezielles Teil, was super teuer ist, ja. Was kein Mensch hat und deswegen... Hat er auch nicht damit gerechnet, dass er drin ist oder so? Ja, keine Ahnung davon. Ja. Ich bin nur Anwender. Hm. Die berühmteste Taschendieberin auf Klo in Berlin gepasst. Die berühmteste? Ja, die wurde 9-mal schwanger, um nicht in die Klasse zu müssen. Nicht die Schießerei in Schöneberg drin? Nee, noch nicht. Ja, ich hab gestern Abend gefahren, wir haben dann noch kurz gebracht um 7:30 da. Was
der Schießerei, jeden Verletzter da und jetzt ich war der Inhalt mit der Machete, dann eine große Dick, haben sie sich halt und mit Baseballschläger geschlagen und wisst ich was alle. Ja. Zurzeit ist es nur mit der Corona, da stehen so schön wieder Schlange da. Oh oh. Moin. Hallo. Ja, ja, steht auf, wie Spaß. Wieder andere. Der eine sagt zu mir, ich krieg einen Brief von über meinen Betreuer, ich soll mich in Jagd bei Vorstadt melden, der will mit mir sprechen. Na ja, klar, wir können wir dann sprechen. Ich muss ja sowieso die Tagesfirma raus, war gestern draußen, bis um 10:30 hier weggefahren, kurz nach 9:00. Heute Morgen muss ich auch noch mal raus, Arbeitsdienst machen. Naja, und Donnerstag geht es jetzt mal auf Mittag ins Krankenhaus. Ja. Was will der Vorstand von dir? Ach, da will ich nicht, wegen meiner Untersagung, weil es ja angeblich nicht sauber ist da. Und gut, ihr müsst mit mir reden und das gefällt ihm nicht da und das gefällt ihm nicht da und wie ich da war. Da ist ja was los bei dir. Ja. Und jetzt bei dir neue gar nicht. Nicht. Viel Arbeit, wenig Geld. Die Schock war der Jock. Ja, war. Ja. Hada. Alles ist so, gestern Abend erst um 9:30 oder 10 nach Hause gekommen. Ah. Ich muss hier sehen, ich bin auf die Seite, was wenn ich da geguckt habe, wie der Motorrad da ist. Aber ich habe abgedeckt, da. Ja, weil er ja am Wochenende fleißig gewesen ist, der Bruder. Also, müssen abgeholt werden. Oh. Reparaturen, jetzt stell ich die mal raus. Gibt ja viel Geld heute, wa? Ah, du, Wolfgang, wenn die mal alle abholen würden, das wäre schon schön, ja. Na ja. Das ist der letzte. Wenn die Pumpe mal schwer läuft, fetten. Und zwar so: Aufschrauben. So mal ich es halt. Nicht wegschmeißen. So mal ich es. Mit dem wegschmeißen. Das sollte ich vielleicht nicht machen. Guten Morgen. Andere Seite schrauben wir auch auf und schmeißen die weg. Ja, wie gesagt, nach Möglichkeit natürlich nicht wegwerfen. Die habe ich hier noch nie gefettet. Dann nehmen wir das Ding raus und Sie sehen, ups, trocken. Ups, trocken ist nicht gut. Kein WD-40 reinmachen. Das habe ich auch mal gemacht. Das ist nicht so gut für die Gummis. Natürlich. Ist schnell gemacht, funktioniert dann auch wieder wunderbar, man freut sich, aber das ist eben nur von kurzer Zeit, von kurzer Dauer. Jetzt nehme ich Fett und schmiere das ein. Mensch, jetzt in kurzer Zeit gleich zwei Leute nachgebracht. Pumpen. Hammer, hey? Ja. I think that my bike has a more little thing and it doesn't fit. Is that possible? No, it's not possible. It will fit every valve. It fits for everything, yeah. Right? Yes. Okay, so I'm gonna try it again. Das ist das Schlimmste, dass die meisten Leute mit den Pumpen eben nicht klarkommen. Jetzt schraube ich das wieder zu und das bewege ich ein bisschen.
das Wort. Hallo? Ja, hallo? Ich möchte ein Fahrrad mieten. Okay. Ja, ich habe von der Kundin statt Bezahlung Olivenöl bekommen. Olivenöl aus Lakonia, Griechenland. 100%. Und Oregano. Oregano. Siehst du? Müll, ja, klar, Müll. Selbstgemachtes Oregano. Wams. Thorsten wieder. Oregano. Oregano. Das ist eine Oregano-Blindensprache. Der wieder, der denkt wieder nur an Hanf. Hanf. Kennen wir nicht. Haben wir nicht. Hebt nicht. Ich langweile mich gerade zu Tode hier. Ist ja furchtbar. Ich sollte nicht immer gleich alles abarbeiten. Das wenn ich die noch nicht mache, dann kommen sie nämlich, dann überrennen sie mich. Wie neue Fischer. Mache ich ein bisschen Internet. Dann kommt sowieso der hier. Immer schreiben mit so einem Zettel. Ja. Das ist kein Problem. Und dann bringe ich also, was ich will. Ja. Auch. Nehmen wir Problem. No. Das ist kein Problem. Ich will keine Probleme und du auch. Bitte machen wir mal eine Mittagspause. So. Kommst du danach wieder? Ja, würde ich gern. Also irgendwie muss ich auch mal. Hier, 10 Euro, danke für das Schweißen. Echt? Ja. Ich meine, ich würde lieber so einen Griff kaufen, aber den hast du ja selber. Ich meine, ich komme ja eh nicht dazu. Deswegen, so. Also in Geldform. Ja? Also der Griff. Der Griff, Der Schweiß-Schwitzgriff. Aber den, achso, deinen Griff kriegst du dann noch. Oder? Was für ein Griff? Dein Schraubenschlüssel, aber der. Ach so, naja. Der ist dann nur zum Hinstellen, weil der ist dann weich geworden durch die Hitze und kann dann nicht mehr benutzt werden, eigentlich so richtig. Weil der wird ja dann halt das Metall. Der wird dann nicht heilen. Ja, da musst du dann Öl tauchen, die Spitze zumindest. Ja. Mach das doch einfach. Das kannst du dort liegen und in Öl. Dann werden sie zwar spröde, aber. Ja, man kann es ja probieren. Ja. Wenn nicht, lügt das auch nochmal aus. Dann, also ausglühen ja nicht, aber so ein bisschen. Ja, muss mal gucken. In Öl. Oh. 1A. Na, da ist er. Ach so, hey. Das ging schnell. Gerade fertig geworden, genau. Hat recht. Ja, das sieht man ja auch. Aber die 8 Jahre sieht man den Reifen halt an. Also der ist wirklich schon gut abgefahren. Ihr holt jetzt einen Roller ab. Ein E-Roller. 250. Das sagt mir, kann ich nicht zahlen, ey. Ist halt auch schon alt. Weil das die jetzt so oft angerufen hat. Ja, ja. Da ist er, der Bolide. Der Asia-Schreck. Oh, Sheng Shang Chung. Schnick, Schnack, Schnuck. Allem dabei. Mit Schlüssel, Wegfahrsperre, Papiere. 5 Kilometer gefahren. Akku, der lädt. Ob der noch will und dann versichern und dann mal Probefahrt machen. So einfach sieht das aus. Sieht das aus. So einfach. Also Vormittag, genau. Irgendwas war, dachte ich mir, dann ist er keine Epa. Mein Timing, die letzten 2 Tage scheint nicht so on point zu sein. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao. Hallo, das ist okay, ich bin einfach reingelatscht hier gerade. Ich bin auf der Suche nach einem Gebrauchtwagen. Ein paar verkaufen sie ja auch, ne? Aber.
alles, was da unten ist. Na, die meisten, ja. Hast du was gesehen? Ja, ich brauche eigentlich sowas in die Richtung wie das Herkules, was da hängt. Also das so ist noch nicht fertig. Ja, das ist, aber wenn es fertig ist, ist es natürlich auch zu verkaufen. 250. Okay. Ist eins von den günstigen Tieren. Ja, ich brauche halt auch einfach sowas günstiges, aber mein, ich habe dieses rote Hollandrad und das ist mir einfach zu langsam. Ich möchte einfach eins, was ein bisschen schneller ist, aber es darf, muss jetzt auch kein Rennrad sein, das bin ich halt nicht gewohnt. Ein Rennrad haben wir dann auch, Aufbau steht hier um die Ecke. Ich habe gesehen, die sind auch sehr schön. Oder so weit auch. Ja, aber das ist too much für mich. Ich brauche eigentlich so ein Cityrad, irgendwie ein bisschen schnittigeres. Ja. Ich finde auch diese alten Peugeot-Räder, die sind ja auch so gebaut, ganz cool, diese Halbrenner. Genau. Ja, dann gucke ich nochmal vorbei. Musst du mal schauen, das wird demnächst irgendwie fertig werden, aber ich weiß nicht genau wann. Okay. Seit gestern ist der Draht hier eingespannt. Gut, das habe ich ja heute noch fertig gemacht, das Draht. Also so ist es ja noch nicht, aber. Angerufen habe ich die Dame auch. Hier haben wir neue Pulvertit Benotto von einem Kunden, wo ich das Tretlager einfach nur einschrauben soll, weil er das Spezialwerkzeug nicht hat dafür. Das Spezialwerkzeug braucht man hier für diese Lager halt diese Zange, also diese, ist das eine Zange oder ein Schlüssel, so ein Hakenschlüssel, so was wie eine Art. Das ist ein geiles Müsli. Roasted Müsli People. Das ist ein Müsli. Das ist ein Kaffee. Hast du? Minus ist der Rand, ne? Boah, das ist so schlecht, das Lager. Minus ist der Rand, geht nicht. Birne? Ja. Ja. Ne, ist eine Glühbirne, kannst du von beiden Seiten. Ah. Keine LED. Stimmt ja. Achso. Aber bei LSD ist es nicht. Nicht bei LSD. Bei LSD ist das auch noch. Oh durch. Ja, das geht dann beides. Wir probieren die immer. Die läuft. Ist vorne, ne? Ja. Die ersten Aufträge heute. Ja? Die ersten Aufträge heute. Das waren die ersten Aufträge heute? Ja. Hier das Lager einschrauben. Ja. Das Licht. Ja. Und jetzt hier auch nochmal. Einen Schaltzug einstellen. Also doll ist das ja nicht, ne? Alles für Nachbarn. Natürlich ist im Grunde noch mehr alles für Nachbarn in gewisser Weise, aber die wohnen ja wirklich im Haus hier. Na gut, das ist jetzt nicht interessant. Das möchte ich auch ja nicht, dass andere Sachen gemacht werden. Das hat er mir ausdrücklich gesagt. Das ist die Klapperkiste. Er möchte nicht, dass irgendwelche anderen Sachen daran repariert werden, außer das Licht. Weil er weiß, dass alles kaputt ist. Auch gut, wa? Du möchtest nicht? Er möchte nicht alles repariert haben, er möchte ausschließlich nur Licht. Gut. Weil er weiß, dass alles dran kaputt ist oder Überholungsbedarf hat, aber das möchte er alles nicht gemacht und haben. Und hinten? Und, ja. Und hinten auch, ja. Naja, Licht komplett. Wenn es leuchtet, leuchtet es hinten. Dann natürlich ja. Nicht. Wie krass ist das denn? Schon wieder ja. So ein Ding. Das nimmst du nicht gerade auf, oder? Doch, da. Ey. Weil ich filme ja hier mein jetzt, ich muss hier eine, Fakt ist, ich muss hier eine Dynamo-Kappe einfach ansetzen. Wie krass ist das denn? Das mach ich mal, Dynamo-Käppchen. Hey, ich war so ein nicht mit der Scheiße. Ja, das ist wenn das nicht war, ich ja, war schon ein Video. Warum? Weil das Ding lag in der Kappe vor der Tür. Das gleiche Phänomen. Möchtet ihr noch nicht? Doch, war hin? Nee, ja. Nee, nee. Nee, ja. Zugriff. Das ist auf jeden Fall fester als vorher. Weil das ist ein Hollow Pin. Und der macht halt so, dass der halt. Ne, dass der halt leichter ist. Wie beim Fahrrad hoch. Nee, also das funktioniert nicht hier mit dem Ding. Tut mir leid, kannst du besser. Ich wollte ihn für die Hose schießen. In der Werkstatt, das geht ja gar nicht. Das ist voll der Trickser.
McFly, McFly! Freiheit. Wie so ein kleiner Junge, der zu Hause spielt, bei dem Papa. Genau, der Papa in der Werkstatt, wa? Ja. Hört sich noch. Voll. Ja, Valentin ist zu Hause angekommen jetzt. Ja, das so, mein Junge, hier dir mal die Zähne putzen und ab ins Bett. Da, und Kekse. Oh. Oh, ho, ho, ho. Draußen oder drinnen? Achso, Butter. Oh, jetzt habe ich jetzt. Ach, scheiße. Ich hab mein Geschäft gemacht, weißt du, 3 Euro, eine Suppe, war richtig lecker. Ach, die Scheiße. Torx. Ja, ja, Schüler. Die sieht aus wie so ein Watt. Trendy-Handy. Machst du noch weiter? Was für Ding? Machst du noch weiter? Naja, ich mach jetzt hier noch einen Dynamo ran oder was meinst du? Was machst du weiter? Ich finde die Waage nicht. Die Waage? Die Waage sagen wir. Ja, die hat Dennis zuletzt gehabt. Ach so. Läuft der nicht? Mhm. Leider nicht. Hier, da. Ach, da ist er ja, perfekt. Ja. Wieso? Mein alter Ersatz. 51. Entschuldigung. Das war's. Mach nicht. Wie gesagt, Valentin redet über kein Problem. Er war auch mal Praktikant hier. Ja? Ja. Ne, Umschüler war das. Umschulungspraktikum. Ja. Ne, noch etwas anderes. Noch was anderes? Okay. Ja. Noch viel mehr. Noch viel mehr war das. Damals war es. Damals im Krieg. So, und das ist dann aus ihm geboren, aus dem Praktikanten. Das ist aus ihm geboren, er sucht jetzt ein Rad. Ein Rad? Ein Rad. Das ist ja mein Rad. Die Sache ist, meine alte Kette ist gebrochen und die Frage ist, ob kann man das noch retten oder? Also, ach so, ja bestimmt. Aber ist wirklich eine, oder keine Ahnung, die zwei Sachen. Ich weiß nicht, wie heißt die, diese Kettenglieder. Ja, genau. Ein bisschen durcheinander, aber vielleicht kann man. Leuchtet? Ja. Dann wunderbar. Mach mal nochmal. Ja. Leuchtet. Dropschild, Dropschild. Tschüss, gut, Dropschild. Haben Sie. Nehmen wir Probleme. Oh, halt Polizei, Zoll. Nicht schlecht. Leuchtet. Keine Batterien. Batterie, das ist. Ach, Akku. Cool, ich muss nochmal das bestimmt bekommen. Nee, Auktionshaus. Wie zu tun? Gut, läuft. Nee, es sind die ersten Aufträge heute. Glaubst du ja nicht, ja? Erste Aufträge. Aber ich habe dich gesehen um 10 Uhr, war so schon beschäftigt hier. Heute Morgen? Ja, ja klar, ich war hier, aber ich habe nichts zu tun. War meine eigenen Sachen so. Ich bastel eigene Räder. Es war nichts zu machen. Nicht. Ich habe die ganzen Räder rausgebracht von gestern. Gestern war ganz viel. Aber nichts, überhaupt nichts. Wo sind die Touristen? Ja, weg. Keiner da. Das ist nicht so schön. Ne? Ja, ich muss gleich mal gucken. Kann ich, ich warte draußen oder ich komme diese Schrott unten? Links, rechts, links, rechts, links. Was passiert, wenn man hier auf den Boden fallen lässt? Ja, nicht kaputt machen. Da runter. Nein. Ja, muss mal neu, einfach einen Kettenschluss rein, kürzen, Kettenschluss rein. Das drin. Problem ist, man kann keine neue nehmen, weil dann müsstest du den Antrieb untertauschen. 8 Euro kostet das. Ja? Ja. Soll ich das runtertragen? Kannst du schon runterstellen, kannst du auch nachher abholen. Aber um 9? Ja. Ich komme um 9. Okay. Diese Metall, das ist noch W-Titan. Die Elektronen, die ich habe. Wehe denn das Titan noch schmilzt. Das Elektronenmotor ist einfach gut. Ich mache nur nicht mal so, dass wir da viel Stress haben. Ja, ganz genau, weil die sind ja dann tagsüber auch weg und dann wieder umparken. Sieht man eine Baustelle hoch. Übermorgen verlagern. Ja, die Temperatur sagt 55 Grad. 55 Grad. Die schmeißen jetzt auf den Müll den Otto. Klar, nee, den, ey Mann, lass den mal hängen. Der will ihn ja noch abholen. Der wollte eigentlich jetzt kurz vor 9 Uhr kommen. Das wäre ja jetzt. Und der kommt nicht, der gute Mann. Guck mal einen Schokoladenstrauß, bitte. Schokoladenstrauß. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt gleich nach Hause ohne Schokoladenstrauß. Ey, der hat ja sogar einen Rennrad. Ich lerne. Wofür ist das? Na, für einen Umwerfer. Kommt der dann so seitlich daran? Oder? Nö, das sind andere Umwerfer, die werden da rangeschraubt direkt. Und das Müsli hier für 4 Kilo? Ist kein Müsli, das ist mein Kaffee. Ach, ja.
Mango Kasch oder was? Mango Kasch? Der riecht ja intensiv. Wow, der ist teuer. Ja. Das ist cool. Was hat er so? Hat er Umdrehung und Giftstoffe? Ja, ich schon. Na, 57 verschiedene Gifte. Und was kostet der? Keine Ahnung, habe ich mitgebracht bekommen. Alter, der ist richtig teuer, den würde ich mal. Also wenn du mal. Kannst du mal kosten, ne? Ja, also dann komme ich mal richtig früh und dann machst du mal einen Kaffeeaufguss mit dem. Mach mal einen Kaffeeaufguss. Ja. Gucken wir mal. Dann sehen wir mal. Es ist schon wieder dunkel, das ist so deprimierend. Ja, es ist schon wieder dunkel und das ist deprimierend. Ich finde ja deprimierend, dass es hier heute wirklich kaum was zu sehen gab für euch. Aber so ist das halt im Leben. Und der Valentin sagt mal wieder... Ciao! Macht das gut? Ich wünsche euch was. Und immer schön das Ventil auf und zu machen beim Schrauben. Genau. Und damit verabscheue ich mich auch und wir sehen uns morgen wieder in diesem Theater. Habe ich ja gerade schon mal gesagt. Bis dann. Ciao. Macht ihr gut.